Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass wir hier auf sowas wie eine Meisterprüfung hier sind. Und ja, Sora und Rico sind beide auf ins Meer gegangen und ja, sind dann von Ursula angegriffen worden, weil warum nicht? Und ja, ich habe meinen Spaß an diesem Sturz. Und warte mal, ich apropos Sturz. Doch, wie tut man die überhaupt? Die kann ich gar nicht ändern, ne? Im Moment. Egal. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wir wurden auf eine Meisterprüfung geschickt von Jens Hit, um zu erfahren, um uns für sehr notiert zu vorzubereiten. Boah, ich hab's heute echt wieder mit der Sprache, ne? Und ja. Dafür müssen wir irgendwas machen. Wir wissen noch nicht genau was. Wir sind jedenfalls hier mit roten Klamotten und in Travers und wir haben eigentlich noch gar keine Infos und so bekommen, was eigentlich los ist, ne? So, jetzt anzeigen. Realitätswandel. Ach ja, genau. Boah, wie geht denn das hier in dem Spiel? Müsste man immer den Touchscreen benutzen von den DS. Per Realitätswandel hast du die Möglichkeit, die Regeln der Welt um dich herum zu verändern. Der Realitätswandel funktioniert dabei in jeder Welt anders. Wenn dieses rosa Symbol auf deinem anvisierten Objekt erscheint, ist es Zeit für einen Realitätswandel. Drücke Dreieck und Kreis, um den Realitätswandel auszulösen. Genau, so ähnlich war es auch. Nutze L, um die Ziele in Einschlagspunkt für, ja genau, so ein Katapult schießen wir damit. Ja, übrigens, falls der Part gefällt, dann lass bloß kein Abo, Like oder einen Kommentar, ne, weil die sind böse, ne, geh weg mit denen. Boah, ich will die nicht. Guck euch meinen Kanal an, da sind so gut wie gar keine Aufrufe. Abos oder Links, Likes. Boah, ich hab's wieder heute echt mit meiner Sprache. Wie gesagt, böse. Weg damit, will ich nicht. So. Damit das rosa Symbol auf ein Objekt erscheint, sind je nach Objekt unterschiedliche Voraussetzungen zu erfüllen. So geht es bei normalen Gegnern, ihnen eine bestimmte Menge stetigen Schaden zuzufügen. Den Realitätswandel, wo du nur kannst, du wirst staunen, wie sehr du das Leben kannst, wie beim Vorankommen in den Welten erleichterst. Wo mir ist gerade eingefallen, es gibt einen richtig bösen Boss hier in dem Spiel. Story-Boss. Und ja. Nicht gut. Darauf freue ich mich schon gar nicht. So, Thron, ich suche noch Thron. Habt ihr Thron gesehen? Oh, jetzt geht's weiter. Hey, I didn't catch your name. That's a weird name. Not me, them. Right, I knew that. Oh mein Gott, ein Kätzchen. Don't let them surround us. Let's split up. Got it. Oh, it's Neku. Huh? Neku Sakuraba. You asked. Neku Sakuraba. That's a mouthful. No, it's really not. Come on, Neku. Let's take him. Okay. Jetzt anzeigen. Freifluss im Kampf. Ja. Muss halt eigentlich erklärt werden, dass es einfach nur anstatt Wände oder Laternen auf die Gegner loszudüsen. Freifluss lässt sich auch im Kampf einsetzen. X, während du im nicht im freien Fluss befehlst, um einen wichtigen Angriff auszuführen. Angriffskommando verändern sich, wenn ein Angriff im freien Fluss möglich ist. Verschiedene Arten des freien Flusses lösen verschiedene Angriffe aus. Lutsche zu wenden und fehlen, nutze den freien Fluss, um Gegner zu besiegen. Aber Kreissäge, boah. Ja, ist richtig überpowert. Und zack. Weil ich stehe auf die klassische Art des Kämpfens. So, was hat schon an Gegnern? Na, guck mal. Wir können ja einfach rüber springen, ne? Dafür mussten wir früher Item-Kommandos. Hey, das ist ja Rico, warum macht der Nat? Ja, Items, ist mir klar. Der Freifluss lässt sich manchmal auch durch einen Zusammenschuss mit einem Gegner auslösen. Ja, aber nur wenn sie fett genug sind, ja. Zeige ich euch schon so. Wir werden so, hier mussten wir extra immer noch durch das Ding durchgehen und so. Und jetzt können wir schon am Anfang des Spiels hier
einfach da drauf gehen. Erstmal die Gegner ignorieren, weil ich erstmal gucken will, was es hier so an Gegenständen gibt. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Frag mich manchmal echt, warum sie das überhaupt eingebaut haben. Das weiß ich nicht. Das ist irgendwie voll. Ich weiß noch nicht mal, broken, sag ich mal, sich hier um die Welt zu bewegen. Hey, komm mal her. Und tschüss. Hat gar nichts an Schaden gemacht. Noch mal her. Wie bist du denn da? Ha. Hi. Wupp. Dann komm her. Hey. Ja, erstmal geht gar nicht hier. Ich denke mal am Birth by Sleep. Ja, ich habe doch geblockt, Mann. Also war ganz schön wenig Schaden dafür, dass ich auf Profi spiele. Wow. Angriffswert erhöht, ja. Die dynamischen Attacken im freien Fluss machen dich im Nu zum Held eines jeden Schlachtfelds. Viel Spaß beim Ausprobieren all der unterschiedlichen Angriffsmuster. These things with you. They're Dream Eaters too? Yeah. If I'm gonna survive the game, I'm gonna need some extra help. Think you could control them? Sure. I guess. Ja. So hat die gleiche Reaktion wie ich, was diese Viecher angeht. Ja, das sind sozusagen die Pokémon dieses Spiels. We need the individuals King Mickey spoke of in his letter. We must lead them out of sorrow and slumber and back to our world. To do so, 7 sleeping keyholes must be found and unlocked, and a great power retrieved. As you know, every world is walled off from the next, preventing travel between them. In the past, you could bridge these gaps because the walls were broken, or because you could open special lanes with your keyblades. But your new goals, the sleeping keyholes, are harder to reach. You'll recall in your first journey that you brought many worlds back from the darkness, but some never returned completely. They still sleep, cut off from all outside channels. Not even the Heartless can enter. But these sleeping worlds are said to have their own manner of darkness. They are called Dream Eaters. And there are 2 kinds. Nightmares, which devour happy dreams. And benevolent spirits, which consume the nightmares. The Dream Eaters will guide you, just as the Heartless once guided you. To the keyhole you seek at the heart of each world. Und ja, Herzlose. Schon lange nicht mehr gesehen. Wundermiezen-Rezept, ja. Wir müssen mehr oder weniger uns Geister herstellen und die an unsere Seite kämpfen lassen. Wir haben keine Wahl, wir müssen ja an unserer Seite kämpfen lassen. Ich hasse es, wenn ein Spiel einen so weit aufzwingt. Ja, natürlich alles so. So, wir brauchen, um welche herzustellen, bestimmte Sachen hier, Einbildungen und so was alles. Und ja, dann können wir bestimmte Viecher herstellen, indem wir die Zutaten hier haben. Je mehr wir benutzen, desto höher sind die im Level. Dann können wir ja noch so Dinger hier, Portionen und Potions, meine ich, verballern, um deren Werte zu erhöhen und so. Und ja, dann lassen wir jetzt erstmal so auf. Weil jetzt bringt es das noch nicht, irgendwie was hier zufällig hier reinzupacken. Und wir haben eine Wundermieze hergestellt. Gib den Geist einen Namen. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja, gute Frage. Habe ich gar nicht dran gedacht bisher. Wundermieze, wie nennen wir dich? Wir nennen dich. Keine Ahnung.
So, das ist erst, was mir in den Sinn gekommen ist. Plauzi. Steht auch, hat auch was von Miau und so, ne? Mounzi Plauzi. Keine Ahnung, das ist erst, was mir in den Sinn gekommen ist jetzt. Was würde du und Plauzi euch auf Anhieb gut verstehen? Da will ich offen. Ja, ich mag es nicht, wenn so Rollenspiele, die sich irgendwie, weil nicht nur aufs Kämpfen so konzentriert haben und nichts irgendwie was mit Monsterfang zu tun haben, sich plötzlich irgendwie so ein Element einführen, wo man Monster fangen kann, so wie Final Fantasy 13.2 oder Tales of Symphonia 2 und jetzt hier Kingdom Hearts. Das sind übrigens die drei Spiele, die habe ich so ungefähr zeitgleich gespielt. Und weil nicht Tales of, ich liebe Tales of, Final Fantasy, ich liebe Final Fantasy und Kingdom Hearts, und die Spiele kamen alle so nicht zur selben Zeit raus. Ich glaube Dream Drop Distance und 13.2 kamen so zur gleichen Zeit raus. Die habe ich natürlich gespielt, und dann habe ich auch zum ersten Mal Tales of Symphonia 2 gespielt, und da war mir genug Monster fangen für ein Jahr irgendwie. Monster trainieren, Monster fangen und so, und vor allem keins von diesen Spielen hat das irgendwie vernünftig so gemacht. Ja, nicht so wie, weiß ich nicht, Pokémon oder Digimon, Digimon World und so was alles. Deswegen, ja, meine Stimmung zu diesen Traumfängern ist ein bisschen bläh. So, sag hallo zu deinem neuen Geist. Geister stehen den Kampf zur Verfügung. Freundschaft, bla bla. Ja, da muss man die irgendwie, weil ich nicht, noch streicheln und so. Dann bekommt man, weil nicht mehr. Wie mache ich das? Was muss ich da machen? Bringt das was? Ich weiter zurück, um Hilfe wird schon aufrufen. Okay. Stupsen, streicheln. Na, dann machen wir so. Keine Ahnung, ich finde halt, weiß nicht. Vor allem so hatte die gleiche Reaktion wie ich irgendwie so. Aha. Er hat sich das Viech nur angeguckt, hat sich gedacht, mhm. Keine Ahnung, ich finde das ein bisschen unnötig. Nicht so mein Geschmack, aber das ruiniert nicht das Spiel, also was soll's. So, und dann kann ich, wenn die genug Freundschaft und Punkte haben und so nach dem Kampf, können die Sachen lernen, die ich wiederum lernen kann, glaube ich. Irgendwie so hat das funktioniert. Oh, die haben Rico erwähnt. Oh Gott, spoilert mich doch nicht. So, Kritscher Link. Und die Sache ist jetzt die, ich weiß jetzt nicht, ob ich die die Viecher. Warte mal, du kannst Spezialfähigkeiten, die einen Wert verbessern, lernen und aktivieren oder neue Aktionen freischalten. Fertigkeiten erhält man von Geistern. Kannst du jederzeit aktivieren. Haben die jetzt gesagt, irgendwie, wann ich die permanent lerne, oder muss ich die Geister in meiner Truppe haben, um den Effekt zu haben, oder? Ah, jetzt kann ich mein Deck bearbeiten, ausgezeichnet. Ich habe da noch was. Nehmen wir Elektrosturz und Rutschattacke erstmal. So, erstmal alles hier neu wegmachen. Die Frage ist jetzt: verfügbar, gesperrt. Okay, die blauen Sachen sind Sachen, die mein Traumfänger lernen kann, potenziell. Und ja, ich glaube, das sind Sachen, die potenziell lernen können. Und sobald ich die auf diesem Brettchen gelernt habe, werden die für mich permanent freigeschaltet. War das so irgendwie? Warum ist denn das immer noch? Und jetzt hier jedes Mal in jedes Menü reingehen. Boah. So, ich weiß nicht, ob ich wie in Kingdom Hearts Birth by Sleep alle Sachen am Ende des Spiels haben werde vom finalen Kampf. Ich glaube eher nicht. Obwohl, es gibt nur Erfahrungspunkte. Obwohl, dann kann ich mich ja nicht überleveln eigentlich. Aber nur Erfahrungspunkte und
Wenn ich das aktiviere, dann kann ich auch bestimmt keine Erfahrung für meine Traumfinger und so sammeln, ne? Habe ich noch was bekommen hier? Na ja, aber boah, ich hasse es hier immer, als neue wegzumachen und so. So, okay. Gut. Das Blöde ist, wir können noch nicht mal optional diese Traumfinger ausschalten. Wir müssen die mit uns nehmen. Was mich an der Sache stört, ist, es gibt einige, oh Gott, einige richtig epische Kämpfe in dem Spiel. Das Problem ist, diese epischen Kämpfe, also deren ganze, wie nennt man das? Mach mal ein paar Viecher hier platt. Deren ganze Atmosphäre wird mehr oder weniger ein bisschen zerstört, wenn irgendwie sowas hier im Hintergrund rumhüpft. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, als würdest du Dark Souls spielen und irgendwie hüpft irgendwie Pikachu im Hintergrund herum. Das passt irgendwie nicht. Wenn ihr oder noch irgendwas. Gesagt, hallo, hergeblieben. Ich glaube, ich brauche die ganzen. Auch so ein Angriff ist halt okay. Ich dachte, da wäre Blitzsturz so wie ein Buff bei Sleep. Hi. Oh Gott. Der Vergleich gefiel mir schon. Dark Souls und Pikachu. Jetzt würdet ihr Dark Souls spielen, irgendwie, weil ich nicht vorhin den epischen Bosskampf kämpfen gerade. Im Hintergrund hüpft ein Pikachu rum. Hat mir schon, doch, das hat mir schon gefallen, der Vergleich. Oh, behaltet ihr eure AP? Ja, oh geil. Also wenn ich aus der Reichweite gehe, dann behalten die trotzdem ihre AP, wenn die verschwinden. Boah, dauert das lange, bis er aufgeladen ist. Ich glaube, das Dingen, ich weiß, ich werde oft Viech sagen. Das sage ich jetzt noch nicht mal, weil ich die nicht leiden kann oder so. Sondern einfach nur, ich sage immer zu allen irgendwie Viecher, immer wenn ich irgendwie nicht menschliche Viecher um mich herum habe, sage ich immer Viecher. Ich meine auch nicht mal herablassend. Ist nur Angewohnheit. Oh, hallo, Neku. Bist du ein Final Fantasy Charakter? We had a bargain. What's the matter, Neku? Hallöchen. Wer bist du denn? Hey, that wasn't the deal. You said you wouldn't hurt him. Don't, Neku. They're too dangerous. What? Why am I so sleepy? Oh, es ist definitiv der perfekte Moment, wo was passieren könnte. Was hat es damit auf sich? Egal, hier ist Rico. Das ist sehr geil. Und ja, man spielt, wenn man es vielleicht schon hätte erahnen können, Sora und Rico in diesem Spiel. Oh, das kann ich nicht gebrauchen. So, warte, das machen wir nochmal neu. Irgendwie treffe ich ja nichts. Wenn man, glaube ich, da müssen wir vor jeder Welt machen übrigens. Und wenn man jede Welt, jedes, wie nennt man das überhaupt nochmal? Wenn man das alles hier mit einem Ranking von A schafft, dann bekommt man am Ende was Schönes. Und das will ich natürlich machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was mehr wer war. Also in der Mitte oder das andere. So, also mal Magie? Nee, doch nicht. So, ich brauche keine AP, ich brauche Punkte. Oh Gott, aber knapp. Ring offen. Fest hat. Hack getroffen. Hack getroffen. Nein, den haben wir nicht getroffen. Da kommt noch irgendwas. Halt, da war was. Ich brauche keine AP, ich brauche Punkte. Nein, hör auf damit.
und sowieso nicht darum, irgendwie einige Sachen davon doppelt zu machen, oder? Zeig, wie viele Punkte ich habe. Yay! Ha, Goldtaucher, ausgezeichnet. Ich glaube, das ist das Maximum, was man haben kann. Und wir sind Rico. Traverse Town? My clothes have changed. Sora! Where are you? I remember we fell overboard after Ursula attacked. And then I think we opened a keyhole. So, this must be one of the sleeping worlds. My keyblade. It just sort of popped into my hand when I needed it most. Right. It started. Wow. Where's your portal? Huh? It takes something special to jump between grounds without one. Who are you? My name is Joshua. What do you mean, portal? Are we just skipping past the part where you tell me your name? Riku. Hello there, Riku. Portals are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are two copies of it. It's been sort of split in half. Portals are what let folks like us cross between them. There can be two of a world? The world is as many things as people need it to be. The concept that we all live in the same world, that's just in our heads. Surely you knew. I'll tell you what, Riku. I've got a little errand for you. Sorry. I don't trust you. Aw, at least hear me out. I'm looking for a girl named Rhyne. She's the key to the portal. And on the other side, who knows who we'll find? Maybe even your friend, Sora. You know Sora? Now I have your attention. But yeah. Fortunately, I don't know where he is. If he's not in this version of the world, I can only assume he has to be in the other one. Simple logic. Okay. You want to find Rhyme? You got it. Let's go. Ja. Und nochmal Traverse Town. Stadt Traverse. Oh, wie hätte ich das denn gewusst? Ja, Rico geht die Sache ein bisschen ernster an wie Sora. Ist ganz offensichtlich. Tritt an eine rosa leuchtende Stelle und drücke X, um ein Linkportal zu betreten. Darauf kannst du Geister aus anderen Welten antreten oder dich mit ihnen verbünden. Jedes Portal hat einen bestimmten Schwierigkeitsgrad. Pass also auf, dass du nicht zu viel zumutest. Die Sterne zeigen den Schwierigkeitsgrad an. Ein Portal verschwindet nicht, falls du mittendrin aufgibst. Du kannst dir also bessere Items holen und es erneut versuchen. Ja, wir werden natürlich alles mal so probieren. So, Rico, hi. Auch schon lange her. Und da haben wir Sora. Welcher am Schlafen ist. Weil, warum nicht? Jetzt muss ich ja wieder alles abchecken, ey. Mal. Morgenröte. Boah. Ist ja nicht in der Weg in der Dämmerung oder so? Na, Berichte. Warte mal, ja, alles. Herzlose, ja. Die Gegner aus Kingdom Hearts 1. Ich frage mich, ob die in Kingdom Hearts 3 mal wieder vorkommen. Haben wir da, glaube ich, gesehen im Trailer, ne? Wir werden auch bald, wenn wir wieder Herzlose vielleicht treffen, wenn wir Dingens hier. Warum muss ich die jetzt alle hier antippen? Wenn wir Fragmentary Passage zocken. Wo so lange sind eigentlich nicht her, dass wir Herzlose gesehen haben. Im Birth by Sleep haben wir ja auch am Ende welche gesehen. Dass wir die geile Episode gespielt haben. Oder mache ich alles offscreen? Und wir hier irgendwie den ganzen Part hier. Weg, was hast du denn alles? Rutschattacke, Feuer und Schlaf. Hi, buff, buff, buff. Kann ich schon Geister und so herstellen? Nee, ne. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ja, die haben hier echt Dinge zum Vorbild genommen.
Birth by Sleep. Was? Wo bist du denn gefahren? Als sie sich hier halt Kampfsystem zurechtgelegt haben, was nicht schlimm ist sogar. Was die Kämpfe angeht, hat Birth by Sleep auf jeden Fall das beste Kampfsystem. Obwohl das auch irgendwie Geschmackssache. Kingdom Hearts 2 hat eigentlich auch ein geiles Kampfsystem. Der Kingdom Hearts Kampfsystem ist mehr so auf. Ich glaube, wenn die Rolle war irgendwie schneller in der 3DS-Version, aber kann ich mal nur einbilden. Kingdom Hearts 2 hat mehr so Gameplay-System, was irgendwie für alles irgendwie perfekt war. Also Kämpfe und Jump-and-Run-Action so. Birth by Sleep war mehr so auf Kämpfe ausgelegt. Ja, meinetwegen. Ich glaube, ich muss sie so aktivieren irgendwie. Warte mal, ich kann die Karte drauf. Ne? Okay. Wie kann ich die Karte jetzt nicht aufrufen? Joshua, why don't they ever attack you? They being weil er nie da ist. They won't go after you unless you're a dreamer. Which is funny because I've got plenty of dreams. But they're definitely attacking me. So, you think I'm a dreamer? Every human being is a dreamer. I had a friend once who said he never dreamed of anything, but it turned out that his were the most powerful dreams of all. You sort of remind me of him. Why don't we give your dreams shape? In this world, they take form as dream eaters, which can become great allies. Bump, Komori Rezept halten. Ja. Jetzt machen wir uns für Rico auch einen Traumfänger. Buff, à la Kazam. So, lass mal halt wieder so. Buff. Da muss ich mir ja wieder einen Namen einfallen lassen. Den Namen gebe ich denen denn jetzt? Butzemann. Bam Komori. Wie ist nochmal der hier von RTL 2? Vampi. Kann man die auch nachträglich noch irgendwann ändern? So, Vampi, so. Fertig. Ich weiß, sehr kreativ. Ja, und der mag mich schon von Anfang an, ist das nicht geil? I got you now, Joshua. Once I take you down, yo, me and Rhymes is going back where we belong. Beat. How many times do we have to go over this? You've been tricked by that rogue in the black coat. What? Black coats? But that's... I'm telling you, you've made a friend of our enemy. Just can it, all right? Your inverse psychiatry ain't gonna work. Let's go, Dream Eaters! What? Oh Gott. Ugh, man, not cool. Ja, Joshua, greifen ihn nicht an. Links mit Geistern. Ja, jetzt können wir Geister benutzen. Geister. Um zu stärken, um Angriff auszuführen. Sora und Rico können links zu Geistern aufbauen. Sie tun dies auf unterschiedliche Weise. Wir müssen mal eine Anzeige füllen. Sora setzt Link angefallen, um zusammen mit seinen Geistern mächtige Attacken loszulassen. Rico nutzt sogenannte Link-Stile. Er absorbiert dabei seine Geister, um stärkere Kombos ausführen zu können. So. Das hat sich schon. Wo bist du? Hilfe! Wie mache ich das? Muss ich bei dir in der Nähe sein? Also, boah. Schon gleich alle so erledigt. So, guck ich das mal an. Sind so wie die Kommandoziele aus Birth by Sleep. Ja, ne, das ist bestimmt voll die Anlehnung.
geil, oder? Und was hat schon? Ja, Link kann sagen, beide Geister in deine Gruppe und du kannst mit den beiden zusammen einen mächtigen Doppellink ausführen. Du kannst wechseln, Link angriff. Okay. Mir schon alles irgendwie erklärt von mir. You know what? Forget it. This is stale, yo. Playing the tough guy 24/7? I'd be worn out too. I just want to protect the one person who matters. I know the feeling. Oh. Why am I suddenly so sleepy? Ich gehe mal kurz schlafen, ne? Rückblende, Schlüsselschwertkrieg. Okay. Gucken wir uns das noch an. Ja, sowieso da keine Pause machen, weil das dann irgendwann weggeht. A gift many believed from an unseen power known as Kingdom Hearts. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. These warriors crafted keyblades in the image of the original keyblade and waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today. With countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into 20 pieces, 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there, even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. Ja, der Schlüsselschwertkrieg. Das sind eigentlich fast alles Sachen schon, die wir vorher gewusst haben. Von Birth by Sleep. Aber pro Sleep. Na, Missor. Where is he? They're both gone. Before I fell asleep, Neku said that he and that creep in the coat had a deal. But what was the deal? Are the two of them in league? That can't be right. We never Leute, die böse Sachen machen. I guess I should just take a look around. Ja, ich will erstmal Charaktersturz. Ja, wir können jetzt zwischen den Charakteren wechseln, wenn wir wollen. Wir haben mehr oder weniger einmal eine begrenzte Zeit, wie lange wir mit einem Charakter spielen können. Ja, und ich suche jetzt erstmal einen Speicherpunkt. Wir werden wahrscheinlich zurückgehen und den einen Speicherpunkt aufsuchen. Weil ich möchte den Part beenden. Sind schon wieder 30 Minuten, das dauert doch schon wieder viel zu lange. Maha, das wird nichts. Dann machen wir hier mal ein paar Gegner kalt. Also mitten in der Aufnahme, weiß ich nicht. Nicht mitten in der Aufnahme, aber ungefähr hier gleich so einen Schnitt machen, wenn ich noch am Zocken bin. Ich würde lieber speichern gehen, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber okay. Oh nein. Ja, da unten sehen wir. Wie lange wir noch Zeit haben, mehr oder weniger. Wo Sturz steht, ja.
Je höher die Zahl, desto schneller. Desto schneller läuft dieses Ding ab. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen doch schon mehr oder weniger viel aus. Warum sind hier nur so viele? Muss jeden Charakter rausholen. Man kann so oder so noch wechseln, wenn man will, aber trotzdem. Oh, da. Was ist das? Wo sind immer noch welche? Gut, das war's. Dann würde ich sagen, ich beende Part hier und wir sehen uns dann. Ich soll vielleicht Start drücken, weil sonst tut die Sturzleiste hier einfach so untergehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.